Das Forscherteam auf dem Weg zur Arbeit. Im Wald oberhalb von Tramin, über den Forstweg leicht erreichbar, befindet sich eine unspektakuläre, aber begehrte Ausgrabungsstätte. Mit wenigem Aufwand findet man hier versteinerte Fossilien. Sie stehen im Mittelpunkt des Forschungsprojektes, an dem Wissenschaftler der Universitäten Zürich und Innsbruck, des Wissenschaftsmuseums Muse in Rovereto und des Naturmuseums Bozen beteiligt sind. Vor 252 Millionen Jahren, am Übergang vom Erdaltertum zum Erdmittelalter, gab es eine globale Klimakatastrophe. Die Folgen sind bis heute im Gestein gut sichtbar. Diese graue Materie markiert die Trennlinie zwischen der Zeit davor und danach. Wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt extrem starker Vulkanismus aufgetreten ist in Sibirien. Und dieser Vulkanismus hat eben offensichtlich dazu geführt, dass sich das Meerwasser sehr stark verändert hat, dass es zu einer Art Übersäuerung gekommen ist im Meer und aufgrund dieser Übersäuerung eben viele Tiere das nicht überlebt haben, diese Bedingungen eben nicht mehr ertragen haben. Vor 252 Millionen Jahren sah die Erde so aus. Im Laufe der Zeit sind die Kontinentalplatten auseinandergedriftet und die Kontinente entstanden, wie wir sie heute kennen. Damals kam es eben zu dieser großen Klimakatastrophe, der bis zu 90% der Tierarten zum Opfer gefallen sind. Uno dei nostri approcci è stato quello di cercare di identificare più luoghi possibili e correlandoli assieme. Ein Ansatz, den wir gewählt haben, war jener, so viele Fundstellen wie möglich ausfindig zu machen und die Ergebnisse auszuwerten. Das ist sehr wichtig, denn an einem einzigen Fundort kann man weitaus weniger erkennen als aus zahlreichen im Territorium verteilt. Wir haben dann die analysierten Daten miteinander verglichen und so haben wir wichtige Rückschlüsse zur Paläontologie und Geographie des Territoriums ziehen können. Karl Kreiner, Geologe an der Universität Innsbruck, hatte in diesem Forschungsprojekt die Aufgabe, die Zusammensetzung der Steine zu untersuchen. Unter dem Mikroskop versucht der Wissenschaftler herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Gesteine entstanden sind und welche Pflanzenarten damals verbreitet waren. Dafür werden sogenannte Dünnschliffe der Gesteinsproben hergestellt, die eine Dicke von maximal 0,03 mm aufweisen. Es haben zum Beispiel Foraminiferen überlebt. Foraminiferen sind einzellige Organismen, die zwar in den Schichten unter diesem Ereignis eben sehr häufig sind, aber über dem Ereignis sehr stark zurückgegangen sind, aber immer noch vorhanden sind. Also einige Arten haben überlebt, die eben offensichtlich an die Lebensbedingungen, die danach entstanden sind, eben angepasst waren, die dieses Ereignis überstanden haben. Das Forscherteam unter der Leitung von Evelyn Kustatscher, Paläontologin am Naturmuseum Bozen, hat eine Fülle von Gesteinsproben zusammengetragen. Insgesamt wurden mehr als 34.000 Sporen- und Bolden-Datensätze sowie mehr als 8.000 Pflanzenfossilien analysiert und katalogisiert. Im Labor des Naturmuseums in der Bozener Pindergasse werden diese Funde gewaschen, getrocknet und mechanisch zerkleinert. Wenn man sie ganz fein hat, so auf etwa einen halben Millimeter klein gerieben, dann verschicken wir die nach Padova, wo die mit Säure behandelt werden, also mit Salzsäure und Flusssäure. Und dann hat man am Ende organische Rückstände, hoffentlich möglichst rein. Die kommen dann wieder hier hin und wir machen dann daraus Präparate. Die Rückstände werden auf Glasträger aufgetragen und können dann unter dem Mikroskop begutachtet werden. Dabei haben die Forscher erstmals herausgefunden, dass das Massensterben nicht überall im selben Ausmaß erfolgt ist und dass Tier- und Pflanzenarten nicht in gleicher Weise betroffen waren. Wir wussten immer, dass es einen großen Massenaussterben gibt, aber man ist auch immer davon ausgegangen, dass Tiere und Pflanzen auf die gleiche Art und Weise auf dieses Massenaussterben reagieren. Was wir jetzt in den Dolomiten gesehen haben, ist, dass wir bei den marinen Tieren und auch bei den terrestrischen Tieren, also bei den Tieren auf dem Festland, sehr wohl ein großes Massenaussterben sehen. Aber wenn wir uns die Pflanzen anschauen, dann ist dieses Massenaussterben gar nicht da oder fast nicht da. Das heißt im Endeffekt, dass die Tiere und die Pflanzen ganz verschieden auf ein Massenaussterben reagieren.
So sind vor 252 Millionen Jahren, nicht wie bisher angenommen, über 50% der damals lebenden Pflanzengattungen und Familien ausgestorben. Doch weshalb haben Pflanzenarten diese globale Katastrophe besser überlebt als Tiere? Wir haben eine Idee, warum das passieren könnte. Und zwar, Pflanzen haben den Vorteil, dass sie natürlich mit ihren Samen lange Zeiten überdauern können, wenn die Lebensbedingungen einfach schlecht sind. Das heißt, wenn das Massenaussterben stattgefunden hat, dann gab es große Klimaveränderungen. Das heißt, es waren Lebensbedingungen da, die einfach für die Tiere und für die Pflanzen nicht so gut waren. Während wenn ein Tier ausstirbt, sprich wenn ein Tier stirbt, es keine Tiere mehr bekommen kann, also keine Nachfolgen mehr bekommen kann, ist es bei den Pflanzen so, dass natürlich die Samen weiterhin existieren und auch zig Jahre, hunderte Jahre oder sogar tausende Jahre später keimen können und eine neue Pflanze produzieren. Und dadurch ist die Pflanze natürlich, überlebt die Pflanze natürlich das Massenaussterben. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, denn führende Klimaforscher warnen vor einer neuen Klimakatastrophe, auf die Erde in den kommenden Jahrzehnten durch das Verhalten des Menschen zusteuert. Im Endeffekt sind wir jetzt am Anfang und wir können nicht darauf warten, zu schauen, was passiert, weil dann könnte es zu spät sein, damit wir überhaupt noch reagieren können. Das heißt, um zu wissen, worauf wir jetzt hineinschlittern, versuchen wir die Vergangenheit anzuschauen, um zu sehen, welche Dynamiken haben damals stattgefunden, was ist damals passiert und was könnte in Zukunft passieren. So leisten Paläontologen mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der klimatischen Veränderungen in der Gegenwart.